Herzlich willkommen zum heutigen Click and Create. Heute darf ich einen Gast begrüßen, Reto Emenegger. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Reto Emenegger ist Model, Designer. Ja, was bist du sonst noch alles? Ich bin jetzt Student. In Basel studiere ich Modedesign. Und ja, ich habe eine große Leidenschaft natürlich für die Mode, was wir dann hoffentlich später noch sehen werden. War es für dich schon immer klar, dass du Modedesigner werden willst? Für mich war es von Anfang an klar. Als ich ein kleiner Junge schon war, wusste ich, ich möchte unbedingt Modedesign studieren und dann auch später mein eigenes Label haben. Dann hast du zu Hause ein eigenes Atelier? Genau, also es ist mehr ein temporäres Atelier. Ich baue dann immer die Küche oder das Wohnzimmer um, damit ich dann genügend Platz habe zum Arbeiten. Es freut uns sehr, ist Reto heute da. Wir werden mit ihm gemeinsam ein Projekt nähen. Ja, was hast du uns mitgebracht? Ich habe Ihnen einen Rock aus meiner eigenen Modekollektion mitgebracht. Es handelt sich dabei um einen asymmetrischen Rock, der inspiriert wurde vom Medusa-Mythos. Und ich denke, dann werden wir danach noch einiges mehr erfahren. Genau, das werden wir. Wir freuen uns darauf. Im Vorfeld hat Reto uns das Projekt zugesendet. Mit Schnittmuster und passendem Stoff. Reto, du hast vorhin etwas von Medusa erzählt. Was ist das genau? Genau, also im Medusa-Mythos handelt es sich ganz kurz gesagt um eine junge, schöne Tempeldienerin, die dann von Athene in ein schreckliches Ungeheuer verwandelt wurde. Und aus diesem Grund habe ich diesen Rock entwickelt, der dieses Menschliche und Tierische dann widerspiegelt. Wir haben auch im Schnitt mit dieser Asymmetrie, sehen wir ein wenig vom Bein, vom einen ein wenig mehr als vom anderen. Da schaffen wir auch diese Verbindung von Mensch und Tier. Hast du deshalb auch dieses reptilartige Textil gewählt? Genau, das ist auch der Grund, warum ich diesen Stoff ausgewählt habe und natürlich auch von der Farblichkeit mit diesem Schwarz, um dieses Düstere darzustellen. Ich habe dir eine Auswahl getroffen an verschiedenen Stoffen. Meinst du, wir finden hier etwas für das heutige Modell? Wir finden auf jeden Fall etwas. Ich sehe hier ganz unterschiedliche Modelle, was natürlich jetzt von meiner Idee her auch gut passen würde, weil ich habe mir vorgestellt, dass dieser Rock wie eine Rüstung ist. Sehe ich hier gerade diesen wunderbaren Stoff mit diesen Löchern. Wäre natürlich von der Idee her super, weil ich habe mir überlegt, dass dieser Rock wie eine Art Rüstung ist. Und das erinnert mich so ein wenig an ein Kettenhemd. Mit diesem Pink zusammen finde ich es aber nicht so passend. Der schwarze Stoff sieht natürlich super aus und er ähnelt auch meinem Vorbild, das ich mitgenommen habe, in dem das Original entstanden ist. Und ich denke, wir nehmen doch einfach diesen schwarzen Kunstlederstoff in Kombination mit diesem silbernen. Ja, Reto hat sich für diese zwei Stoffe entschieden. Wir wissen nun also, mit welchem Material wir das Ganze nähen werden. Es fehlt uns jedoch noch der Reißverschluss. Ich denke, dass du am ehesten auf diese zwei eingehen würdest. Genau, von der Auswahl her habe ich mich für diesen silbernen Reißverschluss entschieden, weil er passend zu diesem Stoff ist und es ist auch noch ein schönes Designelement, das dem Rock noch etwas Spezielleres dazu gibt. Reto hat das Schnittmuster mitgebracht für den Chip. Reto, wie bist du da vorgegangen? Also generell muss ich sagen, gehe ich entweder von einem Grundmuster aus und ändere dieses dann ab, oder ich mache es gleich an meiner Schneiderbüste mit einer Drapage. Und in diesem Fall habe ich es gleich an der Büste modelliert und danach übertragen auf dieses Schnittmuster hier. Wie ich sehe, ist das Schnittmuster so wirklich fertig zum Zuschneiden. Wir haben die Nahtzugaben dabei, den Reißverschluss eingezeichnet, Vorderseiten, Rückseiten definiert. Wir können nun also zuschneiden. Wir haben alles soweit vorbereitet, dass wir jetzt zuschneiden können. Wie machst du das jeweils zu Hause? Ja, obwohl es ein wenig komisch klingt vielleicht, aber zu Hause arbeite ich gerne auf dem Boden, weil da habe ich genügend Platz. Ja, hier machen wir das heute auf dem Tisch. Wie gehen wir weiter vor? Ich persönlich arbeite sehr gerne mit ein wenig Gewichten. Dadurch ist es einfacher, das Schnittmuster zu fokussieren.
Wir haben jetzt hier die rechte Seite des Schnittmusters auf die linke Seite des Stoffes gelegt und werden diese nun nachzeichnen. Na dann, starten wir mal. Wir haben alles eingezeichnet mit der Kreide, da wir aber zwei Stoffe haben und der zweite Stoff sehr rutschig ist und die Schneiderkreide nicht darauf haftet, haben wir es hier mit einem wasserfesten Stift eingezeichnet. Nachdem wir alles eingezeichnet haben, kommt nun das Ausschneiden. Genau, und wichtig ist, dass man wirklich nichts vergisst. All die Abnäher müssen auch auf dem Stoff erkennbar sein. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit der Schere, weil ich es mich einfach gewohnt bin, mit ihr zu schneiden. Und ich denke, dann schneiden wir doch jetzt mal unsere Schnittmuster zu. Wie Sie hier sehen können, haben Reto und ich alles zugeschnitten. Und ich habe in der Zwischenzeit noch diese Stecknadeln auf dem Stoff befestigt, sodass wir wissen, wo der Falt genau liegt, sodass es natürlich einfacher für uns ist, dann zum Verarbeiten. Und wir werden jetzt weiterfahren mit dem Nähen. Ich sitze jetzt hier an der B720 und werde jetzt diesen Abnäher hier schließen. Was ist denn das hier? Das ist ein sehr spezieller Fuß, das ist der Obertransportfuß. Mit diesem Fuß hast du die Garantie, dass alle Stofflagen gleichzeitig transportiert werden. Und somit ist es viel einfacher, diese Materialien zu verarbeiten. Ah, das klingt ja super, dann probieren wir das gleich mal aus. Dank unserer 2 cm Nahtzugabe konnten wir jetzt hier die Stecknadeln in den Stoff stecken, ohne diesen zu beschädigen. Und ich werde jetzt hier am Saum entlang nähen, sodass der Falt schön fixiert ist. Und auch wieder auf die Schere klicken. Reto, es freut mich, heute darf ich dir hier die neue L460, eine Weltneuheit, präsentieren. Du bist der Erste, der darauf nähen kann. Neu an dieser Maschine im Vergleich zu den alten Overlocker von Bernina ist, dass wir einen Anschiebetisch haben. Das ist sicher ein großer Vorteil bei großen Stoffstücken. Zudem haben wir einen Knielifter, den du rechts beim Knie hast. Mit dem kannst du das Füßchen heben oder auch senken. Und beim Fußpedal, wenn du hinten drauf kickst, dann senkt sich die Nadel um eine halbe Position oder sie geht eine halbe hoch. Ich habe jetzt hier gesehen, wir können das ja noch auf 2 cm zurückstellen. Exakt, die oberen Markierungen sind die Zentimeter und wenn du die auf die Kerbe setzt, dann ist die linke Nadel auf 2 cm eingestellt. Perfekt, ja dann probiere ich das doch mal. Wichtig ist einfach, dass man nicht vergisst, die Nadeln rauszunehmen. Und dann können wir schon starten. So nähen wir die linken und die rechten Seitennähte zusammen. Nachdem wir jetzt alle 4 Seiten aneinander genäht haben, geht es nun darum, den Reißverschluss reinzunähen. Wir haben jetzt hier den Reißverschluss rechts auf rechts gelegt und mit Stecknadeln festgesteckt und werden nun an dieser Kante entlang runternähen. Danach werden wir ihn rumklappen und auch nochmal runtersteppen. Wir werden jetzt hier am Reißverschluss entlang nähen und zwar füßchenbreit, sodass noch ein kleiner Abstand zwischen dem eigentlichen Reißverschluss und dem Rock entsteht, damit wir noch ein extra Designelement mit reinbringen können. Reto hat mit dem Fuß Nummer 4 den Reißverschluss eingenäht. Als nächstes näht er mit dem Fuß Nummer 53 dem Geradstichfuß mit beschichteter Sohle, weil unser Material sehr rutschig ist, das Ganze von oben fest. Und zwar in der ganzen Länge.
Nachdem wir den Saum- und Taillenabschluss nun einfach umgelegt haben und mit Stecknadeln festgesteckt, werden wir nur im selben Abstand wie zuvor an der Kante auf der rechten Seite entlang nähen. Der Chip gefällt mir sehr gut. Wie gefällt er dir? Mir gefällt er auch ausgesprochen gut. Ich bin überrascht, wie gut, dass dieser Stoff zusammenarbeitet mit dem unteren Stoff. Es hat so einen technologischen und architektonischen Touch. Wir hoffen, dass Sie auch solche Freude an diesem Chip haben. Nähen Sie ihn doch nach. Posten Sie ihn auf unserer Facebook-Seite. Wir würden uns sehr darüber freuen. Reto, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit mir diesen Chip genäht hast. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Liebes Click and Create Publikum, wir freuen uns bereits schon auf das nächste Mal. Bernina, made to create.